Wir sitzen bequem und aufrecht. Unser Atem strömt ruhig und gleichmäßig, vollständig aus und wieder ein. Wir spüren den Strom der Liebe über unseren Atem durch uns hindurch fließen. Und wir senken die Frequenz unseres Atems. Lassen den Atem tiefer, ruhiger, ganz frei und entspannt ein- und ausfließen. Und während wir in uns das Portal des Herzens geöffnet haben, während wir in uns den Quell der Liebe spüren, während wir uns als reine Liebe wahrnehmen, sehen wir vor unserem inneren Auge eine Pforte von Gold. Eine große goldene Pforte. Die aus reinem gleißenden, goldenen Licht besteht. Wir blicken durch diese Pforte hindurch und können die Wunder des paradiesischen Seins erkennen. Es ist, als würde sich dahinter eine Fantasiewelt befinden, die Welt unserer Träume. Bei genauerem Hinschauen sehen wir, wie real diese Welt ist. Ganz klar die Bilder, ganz klar die Vision. Diese Welt hinter dieser goldenen Pforte wartet darauf, von uns betreten zu werden. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, zunächst diese Welt zu beobachten, mit unserem inneren Auge zu greifen, zu ergreifen, zu begreifen. Wir schauen uns diese paradiesische Welt an, die sich hinter dieser goldenen Lichtpforte befindet. Wir sehen die Umgebung, Mutter Erde in ihrem wunderschönsten Ausdruck, dem Ausdruck, den wir uns für unser irdisches Leben wünschen. Vielleicht ist es das Meer, die Berge, die Weite des Himmels, die Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde, Äther.
die wir hier in dieser paradiesischen Welt erblicken, die die Umgebung ausmachen, anfüllen, reich machen. Wir sehen die Umgebung, diesen paradiesischen Ort, diesen Ort, an dem wir einfach sein wollen. Wir fühlen eine Harmonie von dieser Realität ausgehen. Es ist, als würde sie uns zu sich saugen, magnetisch anziehen. Wie ein Duft, der in unsere Nase steigt und uns lockt. So klingt diese Harmonie an unser Inneres heran. Durch die Pforte. Die goldene große Lichtpforte, durch die wir hindurchschauen, in diese paradiesische Welt auf Erden. Wir können sehen, wie Menschen in dieser Welt sind, Wesen, geformt in menschliche Körper, bestehend aus reinem Licht. Wie diese Menschen sich auf göttliche Weise ausdrücken, sind in ihrer Existenz reinen Göttlichseins. Wir sehen sie verschiedene Tätigkeiten ausführen, kreativ sein, erschaffen. Loslassen, den Moment genießen, die Schönheit der Natur genießen, ihr Einssein fühlen. Wir hören das Lachen, das Leuchten, die Lieblichkeit, die aus den Herzen strömt. Einen Umgang in Harmonie, in Gutmütigkeit, in Liebe, in Herzlichkeit. Wir spüren, wie es nur Liebe gibt in dieser Welt, dieser Realität, die sich hinter der Pforte befindet, dieser goldenen Lichtpforte. Wir beobachten, wie in dieser Welt Mensch und Tier und Pflanzen, Mutter Erde und jede Ausdrucksform des Seins gegenseitige Unterstützung füreinander bieten. Wie sie in sich ruhen, im Sein und im Tun. Und wie sie bei jeder Hilfestellung, die sie einander geben, bei jedem Zusammenklang und Zusammenspiel in Harmonie, doch niemals ihre eigene Melodie vernachlässigen. Und wir fühlen uns selbst als einer dieser Wesen ganz in unserer Mitte zentriert, unsere eigene Melodie mit unserem Herzen singend. Wir fühlen uns wie eine Blüte einer Glockenblume, die fortwährend ihren lieblichen, glockenartigen Klang verströmt, die auf fast unhörbare Weise eine Harmonie schafft, im Einklang mit all den anderen Glockenblumenmenschen,
all den anderen Glockenblumenwesen, all den anderen Glockenblumen in allem, was ist. Klang der Liebe, Klang des Lichts, Klang der Essenz des reinen Seins. Wir spüren, wie es uns innerlich befreit, dieser Klang unseres Seins, diese Melodie unseres Herzens, diese Schwingung der Liebe, die aus unserem Inneren, unserem Zentrum entspringt. Und wir spüren all das, was aus dieser Liebe erwächst. Fühlen die Harmonie, den Zusammenklang, den Einklang mit all den anderen Liebesklängen auf Erden, mit den anderen Wesen, den anderen Herzensblumen, den anderen Seelen. Wir fühlen, wie indem wir uns selbst in unserer Melodie ausdrücken, uns selbst in unserer Vollkommenheit erlauben, all die anderen Melodien zu unserer passen, alles in Harmonie zusammenfließt, frei von Anstrengung, frei von Wollen, frei von Sollen, frei von Erwartungen, frei von Müssen, frei von Tun, frei zu sein, was wir sind, in unserem reinsten, göttlichsten, vollkommensten Ausdruck. Wir spüren das Glücklichsein in uns, uns durchströmen, alles, was wir berühren, in diesen zauberhaften Klang der kosmischen Harmonie verwandelnd. Wir spüren das Ganze in seiner Vollkommenheit, das weit größer ist als wir selbst. Eine Sinfonie aus Tausenden und Abertausenden wunderschönen Klängen der Seelen. Zahllos, unendlich, ewig und doch ein. Ich bin glücklich. Nichts könnte mich glücklicher machen, als ich genau in diesem Moment bin. Alles ist Glück. Glück ist, was ich bin. Glücklichsein durchströmt uns. Glückseligkeit. Reine Liebe, der Ausdruck göttlichen Seins. Wir dehnen uns aus in diesem gleißenden Licht in alle Richtungen, spüren das Glück, die Seligkeit, das himmlisch-irdische Sein. Vollkommen. Glücklich in diesem Moment, unberührbar in unserem Zustand der reinen Glückseligkeit.
Und wir sehen uns in dieser Pforte, hinter der Pforte, in diesem paradiesisch-irdischen Sein, dem Himmel auf Erden. Und wir sehen uns in den unterschiedlichsten Formen, in den facettenreichsten göttlichen Versionen. Wir sehen uns einfach seiend, meditierend, aufs Meer, in den Himmel, in die Weite blickend, ins Tal, in den Wald, über Wiesen und Felder laufen. Wir sehen uns schweben. Wir, uns, reine Essenz, schwebend durch die Welt. Frei von der Anhaftung an unsere menschliche Form, frei zu fühlen, frei zu sein, frei zu kommunizieren mit wem, wann und auf welche Weise wir wollen. Frei in unserem Ausdruck. Wir spüren, wie wir zu jeder Zeit jede Seele erreichen können, mit jeder Seele kommunizieren können, mit dem höchsten Selbst kommunizieren können, mit dem höchsten Bewusstsein allen Seinsformen. In vollkommenem Austausch stehen. Dieses höchste Bewusstsein zu jeder Zeit durch uns durchströmen lassen können. Wir erfreuen uns der Telepathie, des geistigen Austauschs. Allein über die innere Ebene des Miteinanderpräsentseins. Und wir erfreuen uns auch der Austauschformen in dichterer Materie. Wir spüren, wie wir diese kleinen Dinge des irdischen Seins für unser Glücklichsein einsetzen können, unser Lächeln. Unser Tanzen der Zellen, der Atome. Unsere aufgerichtete Haltung, die uns nach oben hin mit dem höchsten Bewusstsein eins sein lässt und nach unten hin mit Mutter Erde eins sein lässt. Dieses Sein sehen wir hinter der goldenen Pforte und fühlen wir in uns, jetzt und hier. Und wir sehen uns nicht nur dort meditierend, schwebend, formlos in Form. Wir sehen uns auch spielend, vielleicht jonglierend, vielleicht Sport machend. Genau das, was uns am meisten inspiriert,
was unseren Körper bewegt und fit hält, ihn beweglich und jung macht, ihn sich neu fühlen lässt. Wir sehen, wie wir segeln, paragliden, laufen, skaten, schwimmen. Vielleicht wie wir tanzen, wie wir uns dehnen, wie wir der ganz natürlichen Bewegung unseres Körpers folgen. Wie wir Bäume berühren, der Natur nah sind. Vielleicht sehen wir auch, wie wir Menschen berühren, mit der heilenden Kraft, die durch uns durchfließt, der harmonisierenden Kraft des Lichts, des reinen Seins, der Liebe. Und wir sehen uns im Ausdruck dessen, was uns so nahe ist, was wir immer tun würden, wenn es da nichts gäbe, was uns daran hindern würde. Wir sehen uns genau jenes tun, während wir einfach sind, im höchsten Bewusstsein, im Moment, im Durchlassen der Essenz der Göttlichkeit. Vielleicht sehen wir uns vor Menschen sprechen, sie inspirieren, ihre innere Flamme entzünden, die Flamme der Strebsamkeit, des Lichts, der Liebe, der kosmischen Harmonie. Vielleicht sehen wir uns schreiben, die Botschaften des höchsten Bewusstseins auf Papier bringen, greifbar machen. Vielleicht sehen wir uns malen, Portale des Lichts. Ausdruck reinen Seins, Vollkommenheit. Hochschwingende Inspiration. Vielleicht sehen wir uns musizieren, singen, Instrumente spielen, allein oder mit anderen. Vielleicht sehen wir uns Frequenzen durch uns durchströmen lassen, Töne, Tönen, Laute durch uns hindurch lassen. Vielleicht sehen wir uns aber auch andere liebevoll bekochen, Ordnung schaffen, harmonische Abläufe unterstützen, kreieren, inspirieren. Vielleicht sehen wir uns bauen, mit zwei Händen erschaffen,
Vielleicht sehen wir uns nähen, stricken, häkeln, Handarbeiten machen. Vielleicht sehen wir uns liebevoll Lichtgeschenke verpacken, mal in Form und Materie, mal in liebevolle Worte, mal in einen herzlichen Blick, mal im einfach innerlich präsent sein mit diesem anderen Wesen, dieser anderen Seele. Liebevoll. Und wir sehen, wie all dies, was wir gerade sehen, möglich ist, wie all dies gleichzeitig geschieht, wie wir in tausend verschiedenen Facetten uns ausdrücken, im Sein, in der Essenz, in unserer Göttlichkeit, Vollkommenheit. Und es erfüllt uns mit Freude, dass wir uns nicht entscheiden müssen, nicht eine dieser tausenden Facetten auswählen müssen, dass wir all dies sein dürfen, all dies ausdrücken dürfen. Dass in all dem Liebe, reine Liebe sich ausdrückt. Und wir fühlen den Reichtum in uns, den Reichtum, alles sein zu dürfen, alles sein zu können, alles tun zu können in diesem reinen Sein, allem Ausdruck verleihen zu können. Jede Erfahrung mitnehmen zu können, die wir uns für uns hier auf der Erde wünschen, die für uns hier in den irdischen Sphären erfüllend ist, erfüllend sind. Und wir sehen, wie alle diese Facetten unseres Seins durchflutet von Licht sind, wie wir überall Ausdruck von Glücklichsein sind, diesen Ausdruck des Glücklichseins in unserem Gesicht, auf unseren Lippen und in unseren Herzen tragen. Jede Version von uns ist glücklich. Jede Version von uns ist dankbar. Jede Version von uns spürt den Reichtum ihrer Ausdrucksform. Frei von Wertung, erfüllt von der Glückseligkeit dieser Möglichkeit, hier auf Erden zu leben, zu spielen, zu erfahren, in menschlicher Form zu sein.
Und wir sammeln all diese Spielfiguren, alle unsere Facetten, alle uns selbst ein. All diese leuchtenden, strahlenden, glücklichen uns selbst. Wir spüren, wie jede dieser Ausdrucksform, die wir sind, zu unserem Spiel dazugehört, wie jede gelebt werden darf. Wie jede geliebt werden darf. Wie es ein großer Schatz, ein unendlicher Schatz von Erfahrungen, von Möglichkeiten, von Helden, Heldinnen ist, die wir hier auf Erden verkörpern dürfen. Wir sammeln all diese Figuren ein und betten sie in unser Herz, geben ihnen diese Schatztruhe unseres Liebeherzens zur Heimat. Es ist eine unendliche Schatztruhe des Herzens in unendlicher ewiger Größe, Raum und zeitlos. Jede unserer Ausdrucksformen hat hier ihr geliebtes Zuhause, ist hier willkommen, wird geliebt, ist angenommen, darf sein. Und als dieses Wesen, das wir sind, in dieser Form, in der wir uns befinden, diesem Körper, dieser Existenz auf Erden, treten wir nun mit all den Facetten unseres Wesens in unserer Herzensschatztruhe durch das Portal, das goldene Portal des Lichts hinein in diesen paradiesischen Ort, das neue Zeitalter. Unseren Himmel auf Erden. Wir spüren die neue Energie, die hochschwingende Frequenz, dieses Umfeld der Liebe, des Lichts, getragen von Mutter Erde, genährt und unterstützt. Von ihrer Präsenz, ihrer Natur, ihrer Harmonie in der irdischen Ausdrucksform. Und wir spüren den Schutz und die Führung der himmlischen Essenz, aus der wir kommen, die wir sind. Als die wir uns in diesen Körper hinein fokussiert haben, getragen und genährt von Mutter Erde, geführt und belebt, seiend. Die reine himmlische Essenz, reine Liebesfrequenz.
Und wir blicken auf den vor uns liegenden Tag. Die nächsten Stunden unseres irdischen Seins, unseres irdischen Lebens. Und als wären wir ein Künstler, gestalten wir diese nächsten Stunden, diesen nächsten Tag in den buntesten Farben unserer Imagination. Wir visualisieren den Tag unserer Vision, den Tag unserer Träume. Wir nehmen genau diese Facetten, die uns besonders gut gefallen, unserer selbst, die Ausdrucksformen, die uns gerade so inspirieren, und füllen diesen Tag mit uns im reinen Sein, in diesen wundervollen Ausdrucksformen. Und so sehen wir uns, wie wir möglicherweise aufstehen, meditieren, singen, inspirierende Literatur lesen, schreiben, Licht herabbringen auf unsere eigene Form, vielleicht gar malen, dichten, komponieren. Wir sehen uns durch die Natur spazieren, die Essenz in der Form des Grünes fühlen, die energetische Verbindung des Genährtseins spüren. Wir sehen uns ruhen, uns gut tun. Unseren Körper nähren auf lichtvolle, leichte Weise. Wir sehen uns im Austausch mit anderen, wie wir darbringen, was uns gegeben ist, wie wir lernen, wie wir miteinander in Harmonie sind. Vielleicht sehen wir uns musizieren, kreieren, bauen, erschaffen. Vielleicht sehen wir uns einfach an der Schönheit dessen erfreuen, was erschaffen ist, was erschaffen wird, was erschaffen wurde. Durch die göttliche Kraft, die durch all jene fließt, die hier auf Erden sind und die sich in all jenem ausdrückt, das hier auf Erden ist. Wir sehen, wie wir vielleicht die ein oder andere Tätigkeit vollziehen, die uns so am Herzen liegt, die wir einfach lieben zu tun. Wir sehen uns meditieren, in die Stille gehen, nach innen lauschen, auf der nicht sichtbaren Ebene kommunizieren. Wir sehen uns, fühlen uns, auf Herzensebene den Menschen zu begegnen, die wir so lieben, die uns so nah sind. Wir sehen und fühlen uns empfangen, wir sehen und fühlen uns geben. Und wir sehen und fühlen, wie alles und mehr als all das, was wir brauchen, uns gegeben ist,
wie alles und mehr als all das, was wir wünschen und wollen, uns gegeben ist. Wir sehen, wie uns all das gegeben ist und mehr als das, wonach unser Herz es verlangt. Und dieses Wünschen und Wollen, dieses Herzensverlangen kommt vom höchsten Ort, dem Ort des Seins, der Liebe, des Lichts, der Harmonie. Wir sehen, wie wir reich, reich, reich beschenkt sind mit all dem, was wir zum Glücklichsein brauchen, wie wir weit mehr, weit, weit, unendlich viel mehr haben als all das, was wir meinen, zum Glücklichsein zu brauchen, wie wir glücklich sind. Wir fühlen und sehen, wie wir glücklich sind, wie nichts uns glücklicher machen könnte, als wir genau jetzt und hier sind, in diesem Moment. Nichts, nichts könnte mich glücklicher machen, als ich gerade in diesem Moment bin. Nichts, nichts könnte mich glücklicher machen, als ich genau in diesem Moment bin. Nichts, absolut nichts, könnte mich glücklicher machen, als ich bin. Wir sehen, wie wir den Tag in Frieden beschließen, wie möglicherweise nochmal eine Flut von Inspiration und Ausdruck des Göttlichen durch uns hindurchströmt, sich Ausdruck verleiht auf Papier, in Form oder Sicht oder hörbar. Vielleicht sehen wir auch große Dinge, Projekte, die unter unserer Mitwirkung oder Leitung entstehen. Dinge, die wir maßgeblich mitführen, mitgestalten, mitkreieren, in die Welt bringen. Und wir sehen, wie wir friedlich den Tag beschließen. Dankbar für einen so paradiesischen Tag auf Erden, diesem wundervollen Planeten, auf dem wir fühlen, sehen, schmecken, riechen können und hören können. Und in dieser Dankbarkeit für diesen fabelhaften Tag erlauben wir uns in diesen Tag hinein, in diese nächsten Stunden hinein, wissend und darauf vertrauend, dass alles für uns geschieht. Dass auch wenn der Ausdruck dieses Tages ganz anders verlaufen mag als in unserer Vision, als vor unserem inneren Auge, es ein vollkommener Ausdruck unserer Göttlichkeit sein wird, es eine weitere Erfahrung auf Erden sein wird, die wir mit Licht, mit Leben, mit Liebe füllen. Mit Harmonie.
göttlichem Ausdruck. Und auf diese Weise können wir in jeden Tag gehen, ihn innerlich visualisieren nach unseren schönsten Vorstellungen und ihn dann voller Freude und Vertrauen empfangen und so annehmen, wie er ist, in seinem Reichtum, frei von Wollen, frei von Erwartungen. In kindlicher Unschuld, gespannt, erfreut, inspiriert von und über alles, was uns an diesem Tag begegnet. Und wann immer es uns danach verlangt, in unserem Herzen, können wir stille werden in uns. Nach innen lauschen. Den Lautstärkeregler der Frequenz der Liebe aufdrehen. Hörbarer, sichtbarer, fühlbarer machen für uns, für die anderen, für die Welt. Uns ganz darauf verlassen, dass alles, was ist, eine goldene Gelegenheit für unseren göttlichen Ausdruck. Für das Strömen der Liebe. Für die Ausdehnung des Lichts ist. Und wir blicken noch einmal zurück und sehen, wie sich hinter dieser Pforte, dieser goldenen Pforte des Lichts, die wir durchschritten haben, diese andere Welt liegt, diese andere Welt befindet. Wie auch diese Welt durchleuchtet ist von Licht und Liebe, wie auch diese Welt sein darf. Das zurückliegende Leben, das vergangene Jahr, der vergangene Tag, die vergangenen Stunden, die vergangenen Momente und Augenblicke. Wir sind dankbar dafür, dass sich all das hinter dieser Pforte befindet. Wir sind dankbar dafür, dass wir bewusst durch diese Pforte in den Himmel auf Erden getreten sind, dass wir uns bewusst in jedem Moment im irdischen Paradies befinden und wir erlauben uns in allem, in jedem Detail des Lebens, dieses Paradies, diesen Himmel auf Erden wahrzunehmen. Paradise is now, now. Paradise, paradise, paradise is now, now. Paradise is now, heaven on earth.
Pack.